Ach, hier ist noch so ein Plakat, da reißen wir mal ab. Na, das ist aber wirklich mal dreist. Was ist daran dreist? Warum kriege ich eigentlich direkt so, was 50% nicht hier anrempel? Bin ich da ordentlich, wenn ich nicht mehr anrempel? Was in Gottes Namen hat euch dazu? Nein! Ob ich direkt 50% kriege oder fast 50%? Besser gesagt, nur weil ich so einen Typen anrempel. Ach, machen wir es halt mal da weg hier. Okay. Ja. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo dahinter. Ah, bei Lorenzo. Okay. Na, wer hieß da, glaube ich, Lorenzo, oder? Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi hast du Francesco deshalb verfolgt. Nicht nur. Ja, nun, warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Leonardo? Tu einfach, was du tun musst. Ja, okay. Mir auf Lorenz. Lorenzo. Oh. Leonardo hieß der. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Diesmal, unsere nächste Mission ist außerhalb von Florenz, okay. Würde ich mal sagen, dass wir jetzt hier eine Schnellreise nutzen und die nächste Mission machen. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Ich hoffe, es ist der richtige Ort, an dem wir reisen müssen. Ja, es hat ja gesagt, dass wir zu unserem Onkel reisen. Deswegen denke ich mal, das ist ja gut. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Gleich mal auch mal ein bisschen die Villa ausbauen. So machen wir mal, bevor wir die Mission beginnen. Wir können auch wieder das Geld da rausnehmen aus der Kiste. So. Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Jo. Den Schneider würde ich gerne ausbauen. So. Machen wir den Schmied doch jetzt mal komplett aus. Haben wir immer noch gut Geld. Machen wir hier noch einen. Und noch die Militärkaserne, das passt dann. Da haben wir ja ordentlich was investiert hier. Und sogar schon fast alles ausgebaut. Buon viaggio!
ist nice. Warte mal, ich will mal ganz kurz was gucken. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Was sollen die Attentate und sowas, Geschäfte. Die Villa ist vielleicht wirklich ändern. 21 Minuten. Okay. Test, alle Ziehporträts. Siegel, Modelle, Federn, Codex-Seiten. Alle Renovierungen wurden beendet. Okay. Ja, ich dachte vielleicht, dass die das alles so drin steht. Bis bald, Ezio. Also macht mich auch die ganzen Schlägereien und so. Und so eine Begrenzung vergibt nur, ob die immer wieder auftauchen. Ezio, haha! Komm rein, komm rein! Was bringt uns diese Ehre? Permanente-Kodex sein. Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Okay. Kommt jetzt noch. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Ja. Bene, Bene, jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Okay. Ah, ne, Waffenmove, das ist gut. Da kann ich ihm schon mehr mit an. Halten Sie, gut noch. Das möchte ich noch mal sehen. Nur noch einmal, Ezio. Sehr gut. Magnifico! Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sagt den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Okay. Ah, wir müssen jetzt hier hin, nee, Toskana.
Verstehe. Da war mir auch noch was gar nicht, glaube ich. Na gut. Ich will nur mal kurz hier. Das sollte jetzt schnell heilen. Ich muss mir gerade hier, warte mal. Freunde. Okay, ich kann mir nicht. Das war nicht so gemeint, Amico. Kann man ihm noch was kaufen? Gemälde. Ja. Kaufen wir mal. Ja, das ist die 500.000 mal noch. Grazie, und kommt bald wieder. Wenn wir etwas Geld haben. So. Gehen wir doch einfach mal an das Tor. Mal schauen, was wir da alles haben. Schau mal nochmal auf die Karte. Oh, wir haben ganz viele Aussichtspunkte vor allem. Das ist ganz nice. Das kann man auch gleich direkt mal machen. Oh, wir haben hier eine Codex-Seite. Hier haben wir einen Kurierdienst, eine Schlägerei, ein Assassinengriff und ein Rennen. Machen wir erstmal das Rennen. Dann geht es am nächsten. Und dann denke ich mal, dass die nächste Folge wieder. Oh, warte mal. Hier ist der Schatz. Wir sollten dafür auch reingehen. Ja. Wenn ich mal in der nächsten Folge mal wieder. Beginnen wir mit einer kleinen Wand. Nicht weit von hier gab es Ärger. Es war schwer. So, Kollege. Dann wollen wir mal. Ich kann jeden Mann hier schlagen, wenn es ums Tempo geht. Man sagt, ihr wärt ein echter Gegner für mich. Okay. Ihr werdet sehr schnell, Assassine. Könnt ihr meine Bestzeit schlagen? Ja. Oh, hier.
schaffen wir locker. Easy. Kommt ihr Leute, tretet vor. Hört mir zu und lasst euch sagen. Gut, ihr seid kein Musikliebhaber, verstanden? Um ihn doch die letzten Florin hier. Ach mal, jetzt halt eine Schlägerei. Hey, der piepst wohl. Was? Aber der piepst nicht. Ihr habt mich enttäuscht, mein Herr. Eine delikate Angelegenheit. Aber sehr wichtig. Könntet ihr meinen Hornochsen von Gatten überzeugen, nach Hause zu kommen und dort zu bleiben? Bitte. Oh Gott. Den hinterhältigen Ehemann verprügeln. Ja, so ein Arschloch ist, warum kennst du mich nicht von dem? Oh, meine Güte, ey. Da! Mehr da! Ja, für mich auch. Du darfst nicht hier oben weg, Kolo! Stopp ja. Ihn! Verdammt, da hinten! Schau, wo ich jetzt hier? Kollege, hier, nimm mal. Aber was geht denn hier jetzt? Ich glaube, ich sollte mich nicht mein Problem. Wo ist der Typ? Frage, ne? Qualität unserer Nette ist legendär. Hier wisst ihr, dass ihr das weiß. Sagt euch etwas, Freund. Aber okay. Oh. Lasst mich euch Platz machen. Komm, Freunde. Diese neuen Minen machen meine Metallwaren sehr lästig. Runter, da ist er. Wir kriegen dich doch. Loslassen. Na gut, ich lass los. Bin. Was treibt einen dazu? Ich weiß jetzt, wo der ist. Ein Assassine! Ein Assassine wurde innerhalb unserer... Gott, lass los! Tut mir nichts! Bitte! Ihr gewinnt! Sagt ihr, dass ich von nun an treu sein werde! Oh Gott, ey. Diabolo, loslassen!
Ich über den Lass Wissen. Los! Gar nicht. Ich will ihn hier runterhauen. Das ist lustig. Ammirate questi prosciutti! Che diavolo! Ein Assassine! Ein Assassine wurde innerhalb unserer Mauern gesichtet! Immer der Getreten hat den Tag gewesen sein. Und zögert nicht! Er muss gestoppt werden! Komm, wir lassen ihn. Ja, muss er nicht. Wie immer. Da ist der Dreck in meiner Schicht! Was? Na Leute, das müsst ihr nicht tun. Aussichtspunkte.